Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Tatort, Rosamunde Pilcher oder die Straßenfeger nach den Büchern von Francis Durbridge, Rolf von Sydow hat deutsche Fernsehgeschichte geschrieben. Nun ist er kurz vor seinem 95. Geburtstag gestorben. Kurz vor seinem Tod erzählte seine Ehefrau, was ihn ausmacht: Es gibt Regisseure, die ihre Schauspieler erniedrigen, angeblich um das Beste aus ihnen herauszuholen. So war Rolf von Sydow gar nicht, wie seine Frau Susanne versichert, die als Kupferterin mit ihm gearbeitet hat. Er liebt Menschen, und er liebte seine Schauspieler, ob Tatort, die Durbridge-Filme oder Rosamunde Pilcher. Rolf von Sydow hat Fernsehgeschichte geschrieben. Am Sonntag, 2 Tage vor seinem 95. Geburtstag, ist Sydow friedlich zu Hause eingeschlafen. Sein Lebenswerk, mehr als 130 Film- und Fernsehproduktionen, Theaterinszenierungen, Kabarettprogramme und Hörspiele. Die Akademie der Künste in seiner Heimat Berlin hat sein Archiv bekommen. Interviews konnte der betagte Regisseur vor seinem Tod nicht mehr geben. Es gibt Regisseure, die ihre Schauspieler erniedrigen, angeblich um das Beste aus ihnen herauszuholen. So war Rolf von Sydow gar nicht, wie seine Frau Susanne versichert, die als Kupferterin mit ihm gearbeitet hat. Er liebt Menschen, und er liebte seine Schauspieler, ob Tatort, die Durbridge-Filme oder Rosamunde Pilcher. Rolf von Sydow hat Fernsehgeschichte geschrieben. Am Sonntag, 2 Tage vor seinem 95. Geburtstag, ist Sydow friedlich zu Hause eingeschlafen. Sein Lebenswerk, mehr als 130 Film- und Fernsehproduktionen, Theaterinszenierungen, Kabarettprogramme und Hörspiele. Die Akademie der Künste in seiner Heimat Berlin hat sein Archiv bekommen. Interviews konnte der betagte Regisseur vor seinem Tod nicht mehr geben. Bei Rolf von Sydow stimmte, was man gerne über die alten Herrschaften im Fernsehen sagt: Er ist ein Urgestein, ein Grandzeigneur der Unterhaltung. Wenn es um Kitsch, Liebeskummer, Schmonsetten oder spannende Unterhaltung ging, von Sydow hatte in seiner Karriere ein Händchen für leichte Stoffe. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Serien Zwei Münchner in Hamburg mit Uschi Glas und Die schöne Wilhelmine mit Anja Kruse. Erfolge hatte von Sydow auch als Regisseur von Specials, etwa über Harald Juncker, Manfred Krug oder Enni Mesel. Als Synchronregisseur bearbeitete er den Klassiker Ein Herz und eine Krone, 1953, mit Gregory Peck und Audrey Hepburn für das deutsche Publikum. Seine Jugend war nicht leicht, wegen seiner jüdischen Wurzeln litt der Wiesbadener in den ersten 2 Jahrzehnten seines Lebens unter der Nazi-Herrschaft. Seine Erinnerungen aus dieser Zeit hat er in seinem Buch Angst zu atmen aufgeschrieben. Wenn die Nazis nicht gewesen wären, wäre ich wohl Offizier oder Diplomat geworden, meinte er mit Blick auf andere Männer in seiner Familie. "1942 geriet von Sydow als Soldat in kanadische Kriegsgefangenschaft, in der er seine Liebe zum Theater entdeckte. Später wurde er Freiregisseur. Dazwischen war er Leiter des Fernsehspiels beim Südwestfunk, 1973 bis 77, sowie beim Saarländischen Rundfunk, 1977 bis 79. Besonders wichtig waren in seiner Karriere die Straßenfeger-Krimi nach den Büchern des Briten Francis Durbridge, darunter das Messer mit Hardy Krüger von 1971. Nochmals eine Dosis Großbritannien gab es dann mit den Verfilmungen der Liebesromane von Rosamunde Pilcher von 1994 bis 2002. Es war mit unsere schönste Zeit, erinnert sich Susanne von Sydow, 64, mit der er seit 36 Jahren in dritter Ehe verheiratet war. Dass es in Deutschland eine Trennung zwischen Unterhaltung und Ernst gibt, zwischen Ruhe und Ehe, das habe ihr Mann als traurig empfunden. Was der Ehefrau als erstes zu ihm einfällt, sein Humor und seine Fähigkeit, den Leuten zuzuhören. Bei der Arbeit sei er nett zu allen gewesen, er habe keinen Unterschied zwischen der Putzfrau und dem Star gemacht. Er war immer ein wohlwollender Mensch,